Hallo und willkommen ein bisschen später am nächsten Tag für euch dann bei unserer Arena. Und im Gegensatz zu vielen kleinen popligen Arenen, die wir hier in der Gegend haben, sieht die sogar einigermaßen nach einer Arena aus. Und da hört man es blubbern. Und wir haben uns nämlich direkt mal dran gemacht, mal die Arena von Team Gelb uns zu holen. Die Kalli und ich. Das ist das erste Mal, dass ich eine Arena mache. Okay, genau. Also wir starten einfach mal. Bist du bereit? Und? Stopp, ich hab da noch nicht. Ich hab auf Go geklickt. Ist egal, du bist auch drin. Okay, mein Flamara kämpft direkt. Ihr müsst dann nämlich so ein bisschen... Bei mir ist nichts passiert, jetzt habe ich Nidoqueen drin. Ich weiß nicht mehr. Bei dir hängt's. Ah, da siehst du mich da hinten kämpfen, siehst du? Toll, ich bin nicht sehr effektiv. Ist egal. Ja, stimmt. Du siehst mich ja auch bei dir. Ja, genau. Die Kali sieht dann im Hintergrund. Jetzt mache ich meinen Flammenwurf. Autsch. Mir ist das Autsch. Ich nehme den Schaden. Ach, du kriegst auch Schaden? Ich krieg ordentlich Schaden. Ich bin gleich platt. Ist egal. Er ist jetzt auch platt. Bam. Glorreich. Ich habe überlebt. Das ist noch ein Flamara. Oh Gott, ich bin gleich tot. Ja, ich hallo. Bin tot. Jetzt kommt mein Taubos. Ja, du hast ja noch... Hallo, wir machen das easy peasy hier. Das ist cool, aber es ist schade, dass es nicht das Standard-Kampfsystem ist von früher. Ha. So, schau, da haben wir es nämlich direkt gewonnen. Unten 3000 Arena-Prestige weg und 350 EP gab's. Jetzt ist die Arena geschwächt, siehst du? Jetzt hat die Arena nur noch das Blitzer und das Flamara drin. Das erste Pokémon ist schon rausgehauen worden, das Electek. Jetzt muss ich erstmal natürlich mein Haupt-Pokémon heilen. Stimmt, das müsste ich auch mal machen. Weil dieses ist nicht ganz so wichtig. Mit was du dann genau dabei bist? Habe ich denn hier Taubos? So. Muss ich erstmal ganz doof fragen, wie ich das mache. Du gehst auf Items und dann nutzt du die Tränke. Ah. Okay, ich wusste nicht, was ich zuerst drauf geben soll. Nee, genau, die Tränke. So. Damit kriegst du nämlich auch nochmal ganz gut EP. Für dich sind nämlich die 350 ja nochmal ganz schön krass. Muss ich die draufziehen? Nee, einfach nur auf das Teil dann drücken. Auf das Pokémon. Irgendwie. Ja, hängt das bei dir? Hängt das bei mir? Ach, egal. Dann kämpf einfach mit, was du dann gerade kannst. Ist ja egal. Wir machen das schon. Oh, da hat doch gerade jemand gekämpft. Schnell, wir müssen uns beeilen. Und go. Und was gehe ich da jetzt rein? Das ist gut. Nimm ein Fucano. Du hast eine Fucano? Ja, aber nur mit WP 169. Egal, wann hast du denn das bekommen? Bei uns im Schlafzimmer. Da hinten ist noch ein Flamara drin. Da kämpft noch jemand anders. Wir kämpfen zu dritt. Da ist noch jemand anders hier. Yay. Da kämpft gerade noch jemand anders. Das heißt, wir müssen jetzt extrem schnell sein und ein Pokémon reinsetzen. Schnell. Da scheint jetzt irgendwas rein. Ich weiß nicht wie. Omot. So. Setz irgendwas rein. Und hier sind Paras noch. Dann ich setze jetzt einfach mal ganz blöd mein Traumato rein. Genau, weil wenn wir es gleichzeitig reinsetzen, dann zählt das nämlich noch, als dass wir eins quasi rein. Oh, das ist daneben geworfen. Bei dem mache ich jetzt keinen Curveball. Yay, ich bin das schlechteste Pokémon, stelle ich gerade, ja. Ein Omot. Ich habe meinen Omot schnell reingesetzt. Hat noch gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob der andere nämlich aus einem anderen Team war. Und wann bekommen wir die... Jetzt sofort. Du kannst es, wenn du willst, direkt einlösen. So, solltest du vielleicht auch machen, bevor du rausgehauen wirst. Du gehst jetzt hier auf Shop und dann kannst du oben. Ich weiß, dass du es so hast. In einer Folge hast du es gezeigt. Oben auf Shop kannst du da drauf drücken jetzt. Ah. Das kann man eben einmal. Ich müsste 4 Stunden warten, weil ich das nämlich in der Nacht eingelöst hatte. Yay, bei mir. 10 Münzen und 500 Sternenstaub. So, und jetzt zeige ich euch nämlich noch was. Wir haben nämlich jetzt genügend zusammen, um was zu entwickeln. Und zwar... Ich will immer noch das Pomelo-Farm. Was wollte ich denn eigentlich entwickeln? Ich wollte mein Abra, was ich da bekommen habe, entwickeln. Ah, Bra. Das ist voll süß. Und das wird zu einem... Weißt du, was das wird? Simsala. Genau, ein Simsala. Und was wird es danach? Kadabra? Nee, es wird jetzt ein Kadabra und danach Kadabra ein Simsala. Zum Schluss ein Simsala. Genau, so rum war das. Ich muss ja mal gerade das Handy 436, ist jetzt nicht so mega, braucht auch vor allem 100. Wechseln. Ich guck mal gerade, ob ich mein Mauzi entwickeln kann. Wir machen jetzt kann einen Handwechsel. Wir gehen von der linken auf, von der linken auf die rechte Hand. Aber. Alle, die die reiten, die verstehen jetzt den Witz da dran. Und jetzt machen wir noch das hier. Es sind ein Krabi entwickelt. Es ist Entwicklungstime hier. Und zu was? Das weiß ich nicht. Ein Kingler.
Ihr müsst wissen, ich habe früher überhaupt nicht irgendwie Pokémon gespielt oder geguckt oder sowas. Ich bin jetzt sehr spät eingestiegen. Kingler. Mann, ich will jetzt das Pummeluff haben. Das gibt's doch nicht hier. Doch, gibt's hier. So, da ist das Kingler. Schau mal, das ist 725. Das ist ganz okay. Hat jetzt nicht so die Mega-Angriffe. Aber es ist ganz, ganz okay eigentlich. Ist ganz okay. Ja, sieh mal, ist hier mein Kingler. Hat nichts. Guck mal, es ist XS. Das ist nämlich, man sieht nämlich immer, ob es XS oder XL zum Beispiel ist oder normal. Das heißt, es ist ein kleines Kingler. Zum Beispiel habe ich... Das Kingler von Barbie trägt Größe 34. Mein Stern, du. Guck mal, mein Kadabra. Das ist auch XS. Das ist nämlich nur 7 Kilo schwer. Ah. Kannst du mal gucken, das ist mein Pipi nämlich schwerer. Mein Pummeluff nämlich zum Beispiel ist auch XS. Das ist nur 3 Kilo Pummeluff. Ja. Und wenn man es anklickt, guck, dann macht es eine Emote. Moment. Oder auch nicht. Doch. Ah, aber singt das dann ja, auch? Ja, aber man hört es nicht. Oh, verdammt, ich brauche auch einen Pummeluff, damit man es bei mir mal hört. Und dann sieht man hier die ganzen Pokémon, die haben Normalgewicht. Gucken wir mal kurz, ob ich irgendwas mit hier, ein XS Safcon. Aber ich hab nur Leichtgewichte, sehe ich gerade. Ich habe keinen XLer gerade, sehe ich. Ja, doch, hier, mein Mankey ist fett. Also für seine Größe natürlich, also auch nicht, dass 40 Kilo schwer sind. XL. Aber Fabis Mankey trägt 42. Ganz genau. Aber da haben wir nämlich ordentlich was geschafft jetzt hier. Ich guck mal gerade, ob unsere Arena... Genau, da ist jetzt noch ein Hypno mit drin. Traumato von dir, Omod. Und ein Hypno. Das heißt, es wurde gerade von Team Blau angegriffen. Und deswegen sind jetzt 3 Leute von Team Blau drin. Nicht jetzt mit besonders starken Pokémon. Egal. Aber es reicht ja, um seinen Bonus zu bekommen. Ich muss genau. Schon wieder umgreifen hier. Und dieser das Bonus... Ist blöd, ich muss hier permanent mein... Du siehst oben, wie viele Pokémon du in Arenen hast. Aktuell ist bei mir auch halt eins. Mal bitte mein Handy. Wie bei dir. Und wenn dieses abgelaufen wäre, könntest du direkt den Bonus nochmal einfordern dann. Das muss quasi einen Tag dann da drin bleiben. Ungefähr grob. Ich bin jetzt hier gerade auf meinen Kalender gerutscht. Das ist sehr gut. So. Jetzt gucke ich mal gerade, in der Nähe haben wir immer noch... Oh, in der Nähe haben wir ein Pummeluff und 2 Traumatos. Ja, ich hätte gerne einen Pummeluff. Jetzt sollten wir es mal vielleicht mal reinnehmen. Leider haben wir momentan immer noch nicht die Meteranzeige. Dann laufen wir mal einfach mal ein bisschen hier im Kreis rum. Vielleicht finden wir es durch Zufall, ja? Stopp, Fabi, sagt sie. Ich habe es nicht mehr drin. Ich musste gerade neu laden, jetzt habe ich es nicht mehr drin. Ach, Pummeluff veräppeln mich. Das Pummeluff wollte auch schon nicht zu mir in die Dusche kommen. So. Ja, ich weiß nicht genau, in welche Richtung es ist. Da hinten hat gerade Team Rot die Team Blau Arena eingenommen. Das ist die Frage, ob wir jetzt wieder zurückgehen. Eigentlich haben wir jetzt eigentlich genau unser Ziel erreicht. Wir haben euch das nämlich gezeigt. Und ja, gucke ich mal gerade. Was guckt der wohl? Nee, genau. Hier könnt ihr euch dann die sinnigsten Sachen finden. Ich am Anfang sind so ein bisschen diese Beutel-Upgrades. Beutel, ja. Oh, jetzt ist noch ein Taubsi. Weil Pokémon könnt ihr immer wieder verschicken, aber... Aber der Beutel, finde ich, der hat einfach verdammt wenig Platz, vor allem wenn er die ganzen Pokebälle haben. Ich musste am Anfang Pokebälle wegwerfen und jetzt brauche ich sie. Jetzt hat Fabi keine mehr. Und jetzt ist gerade, ach nee, ich habe jetzt wieder welche, weil ich ein bisschen den Pokestop vor unserem Haus geplündert habe. Aber ich kann es euch immer nur empfehlen, ihr braucht sie später auf jeden Fall, weil später, wenn die Pokémon langsam so rot für euch sind, dann müsst ihr schon teilweise ganz ordentlich werfen. Schwierig. Ganz genau. Und Taubsis sind, wie gesagt, die beste Sachen zum Leveln. Weil sie nur 12 Punkte kosten und genauso viele bringen wie jede andere Entwicklung. Kann ich immer nur empfehlen, Taubsis sind spitze, auch wenn sie Nerven sind. Ich habe hier so eine... Ein Smogon. Ja, da ist ein Smogon hier irgendwo. Riecht man's? Haha, Giftgas und so, ne? Müssen wir mal gucken, ob wir das Smogon vielleicht noch finden. Aber dann machen wir hier für heute Schluss. Haben die Arena eingenommen, alles super gemacht. Yay. Hier. Kallis erste Arena und im Team-Battle, ja. Also dann, bis zum nächsten Mal.